Und so wollen wir nun rasch die letzten Minuten vor dem Ableben unserer schönen Gemeinde um den Ahorner Wald die Ereignisse schildern, solange wir noch nicht von wilden Tigern gefressen, von Erdbebenspalten verschluckt und von überbordenden Meeresmassen ertränkt sind. Nachdem Kuno Gabriel auf einem gestohlenen Fahrrad vorläufig gerade noch der Katastrophe entgangen war, hatten die restlichen Gäste von Bio-Eden alle Hände voll zu tun, ihr Leben zu retten. Die Mannschaft um die Sänfte des Großbiologen Gottfried Zitterbart war bereits von heranströmenden Tieren des ehemaligen städtischen Zoos sowie den Animals of United Europe und Far East zusammengetrampelt und zermanscht worden, waren mithin bereits ebenso Dünger wie ihr Anführer, der Großbiologe, wenngleich chemisch nicht ganz so perfekt aufbereitet wie dieser. Ihre Kompostierung würde wohl noch ein Weilchen dauern. Aber immerhin waren auch sie schon hinüber und zu einem Defizit in der Grünbewegung geworden. Doch da gab es noch den Vater des Dahingeschmolzenen, Alfons Zitterbart. Kaum hatte der redliche Wagenlenker den freilich sinnlosen Befehl seines Herrn erhalten, das Ministerauto zu holen, war er auch schon auf dem Weg. Er schlug sich wacker durch den immer dichter wuchernden Dschungel des Ahorner Waldes, rang mit Wildschweinen, Tigern und verirrten Papuas aus Neuguinea. Immer siegreich, denn der heilige Auftrag seines Herrn gab ihm die Kraft, alle Fairnisse dieser Stunden zu bewältigen. Endlich stand er vor dem Fahrzeug, das er durch Jahrzehnte gelenkt hatte, dem er seine ganze menschliche Liebe geschenkt, das er gehegt hatte wie Adams Apfel, von dem er sein Auge nicht wandte, wenn es einmal krank war. Nun stand er wieder vor ihm. Aber was war aus seinem treuen Freund geworden? Schmutzig stand es da, das ehemals schwarz funkelnde und chromblitzende Fahrgerät, nunmehr besudelt von menschlichem Kot und aufgepinselten Sprüchen wie »Wir wollen eine saubere Umwelt! Mordet nicht unsere Kinder!« Und auf den Sitzen im Inneren waren bewegte junge Leute in alternativer Weise bemüht, den angesprochenen Nachwuchs in wenig leidenschaftlicher Art herzustellen. »Schweine!« schrie da der wackere Chauffeur in ohnmächtigem Zorn. »Habt das ganze Auto eures obersten Herrn entehrt, unseres geliebten Umweltministers. Ich werde die Polizei holen!« ereiferte er sich. Aber leider war wieder einmal weit und breit kein Polizist zu sehen. Und so musste der wackere Wagenlenker warten, bis die sechs Paare im Fond fertig waren mit ihrem Geschäft. Als sie unter Absingen von Wanderliedern und laut herausgebrüllten Stegreifsprüchen, die sich allesamt auf Luftverschmutzung und Ozonlöcher bezogen, die rollende Herberge verließen, wurde Alfons Zitterbart gewahr, was auch innerlich aus seinem geliebten Kameraden geworden war. Die mit feinstem Opossumleder bezogenen Sitze waren über und über mit AIDS-Viren verseucht. So stand es da, dem Tode geweiht, unfähig, auch nur einen Meter gefahren zu werden. Diese Erkenntnis traf den treuen Wagenlenker und Minister Domestiken wie ein Blitz. Er fiel zu Boden. Durch den Aufprall lösten sich die Bremsen, und der schwere Wagen rollte langsam über den sterbenden Staatsdiener hinweg. Nur noch zwei langgestreckte Blutspuren zeigten an, was für ein Drama sich da in den vergangenen Minuten abgespielt hatte.